Das Schrauben ist des Campers Lust. Zumindest bei einigen ambitionierten Selbstbauern trifft das zu. Doch so ein Projekt birgt viel Potenzial für große und kleine Fallen, in die besonders Anfänger schnell tappen. Allerdings sind auch erfahrene Bauherren nicht vor Fehlern gefeit. Um euch vor besonders großen Ärgernissen zu bewahren, zeigen wir euch in diesem Video 10 typische Fehler beim Selbstausbau und wie ihr sie vermeiden könnt. Fehler Nummer 1: Falsches Material. Das sieht doch total toll aus oder das ist viel günstiger als die anderen. Wenn das die einzigen Kriterien bei der Materialauswahl sind, kann schnell eine Menge schiefgehen. Denn die tolle Optik hat vielleicht zu viel Gewicht für einen Camper und die günstige Alternative zieht Feuchtigkeit und quillt auf, sodass man nicht lange Freude daran hat. Manche Materialien sind auch schwer zu reinigen oder splittern leicht. Das ist nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein Sicherheitsproblem. Bevor man mit dem Bau anfängt, sollte man sich unbedingt gut über geeignete Hölzer, Sandwich-Materialien und Dämmstoffe informieren, um einem bösen Erwachen vorzubeugen. Einen umfangreichen Überblick zu diesen und vielen weiteren Themen findet ihr in unserem Handbuch für Bastler Abenteuer Selbstausbau. Fehler Nummer 2: Ein zu kurzes Bett. Das passt schon, sagen sich viele gern beim Selbstausbau. Aber wenn man sich selbst am Ende wie ein Origami zusammenfalten muss, um im Bett liegen zu können, passt es offenbar nicht. Besonders wer einen Van ausbaut und ein Querbett plant, hat oft dieses Problem. Etwa 3 von 4 aller Kastenwagen-Querbetten sind zu kurz. Die wirksamste Vorsorge? Probe liegen und genau ausmessen, wie viel Platz für euch komfortabel ist. Denkt dabei auch an eure Mitreisenden und bezieht sie ins Testschlafen mit ein. Und die wenigsten wollen mit ihrem Mobil ausschließlich in kalte Regionen reisen. Wird es im Sommer warm und stickig im Auto, möchte man beim Schlafen meist mehr Platz haben. Fehler Nummer 3: Standardmaße missachtet. Und wenn ihr schon dabei seid, euren zukünftigen Camper auszumessen, ein zu schmaler Gang, eine beengte Nasszelle oder eine Sitzgruppe, in der man den Kopf einziehen muss, machen im Reisealltag wenig Spaß. Vor allem Anfänger tun gut daran, sich an Standardmaßen zu orientieren. Aber auch hier hilft im Zweifel nachmessen und ausprobieren. Spielt dabei am besten auch mehrere Alltagssituationen durch. Kann man sich bequem eine Jacke an- und ausziehen? Kommen 2 Personen im Gang aneinander vorbei? Ist die Nasszelle groß genug, um darin zu duschen? Wer praktisch denkt und herumprobiert, wird frühzeitig Probleme identifizieren und ausmerzen können, anstatt sich später zu ärgern. Helfen kann dabei der Raumpilot, ein Standardwerk für Architekten. Oder ein Blick in den Explorer. In diesem Artikel findet ihr eine detaillierte Übersicht über die Standardmaße und Grundrissplanung in Campmobilen. Fehler Nummer 4: Zu schwer gebaut. Die Möbel werden aus soliden Materialien gefertigt, dem täglichen Leben soll nichts an Luxus fehlen und natürlich braucht man einen richtig großen Wassertank. Wer sein Auto so baut, bekommt die Ernüchterung meist auf der Waage. Die Nadel bewegt sich gefährlich nah am zulässigen Gesamtgewicht oder schießt sogar darüber hinaus. Und die Passagiere und das Gepäck sind noch nicht mal an Bord. Von Anfang an auf das Gewicht zu achten, lohnt sich also, denn ein solcher Fehler ist TÜV-relevant. Und wer will schon im Nachhinein überlegen müssen, welche Komponenten er wieder entfernen möchte? Am besten hat man stets eine Waage neben seinem Auto, wiegt jedes Teil, das eingebaut wird, und notiert sich das Ergebnis. So behält man den Überblick und kann rechtzeitig gegensteuern, wenn das Projekt zu Übergewicht neigt. Fehler Nummer 5: Rad- und Achslasten nicht beachtet. Aber auch wenn die Gesamtzuladung ordnungsgemäß eingehalten wurde, können immer noch Fehler gemacht werden. Alles Schwere an dieselbe Stelle gebaut? Sammelt sich der Schwerpunkt der Zuladung an einem Punkt zu weit hinten oder vorn, rechts oder links? Stimmt die Gewichtsverteilung nicht, werden leicht Rad- oder Achslasten überschritten. Das kann dem Traum von der weiten Reise sehr schnell ein Ende setzen.
Deshalb lieber zu Anfang informieren und eine gut verteilte Anordnung wählen. Ein aufgezeichneter Grundriss mit eingetragenen Gewichtsangaben kann schon helfen. Wer dann noch in eine Radlastwaage investiert, kann den Ausbau regelmäßig überprüfen. Fehler Nummer 6: Fehlende Lüftungsmöglichkeiten. Obwohl man beim Campen normalerweise viel Zeit außerhalb des Autos verbringt, auch im Innenraum sollte man leicht für Frischluft sorgen können. Wer keine Möglichkeit zum Querlüften einplant oder zu wenig Fenster, die sich öffnen lassen, wird Schwierigkeiten haben, seinen eigenen Mief wieder loszuwerden. Gerade über der Küchenzeile muss ein Weg für die Abluft eingeplant werden. Die Kombination mit Dachluken ist sehr effektiv, um Licht und Luft in den Wohnraum zu bekommen. Allerdings kann sich durch die zusätzliche Sonneneinstrahlung von oben auch schneller Hitze stauen. Achtet beim Kauf darauf, dass eure Fenster für den Fahrzeugbau zugelassen sind, sonst gibt es Probleme mit dem TÜV. Der will bei Sitzplätzen übrigens auch eine zweite Fluchtmöglichkeit. Dafür muss das Fenster Mindestmaße haben. Fehler Nummer 7: Nicht wartungsfreundlich gebaut. Wasserpumpe, Elektrik, Heizsystem, alles ordnungsgemäß verbaut? Prima! Dann wird die nächste Wartung oder Reparatur ja kein Problem sein, oder? Ach so, habt ihr daran etwa nicht gedacht? Dann seid ihr nicht allein. Beim Einbau von Technik möchte man oft nicht, dass sie später offen herumliegt. Trotzdem sollte sie jederzeit gut zugänglich sein, denn Wartungen und Reparaturen werden sich nicht vermeiden lassen. So könnt ihr eure Gerätschaften zum Beispiel in der Sitzbank verschwinden lassen oder den Zugang über Klappen von außen gewährleisten. Wasser und Strom werden am besten räumlich voneinander getrennt, aus Sicherheitsgründen. Vergesst nicht, bei Elektrik auch Platz für die Verkabelung einzuplanen. Etwa 30% des Gerätebedarfs zusätzlich ist hier die Faustregel. Fehler Nummer 8: Nicht pistenfest. Ein großer Bestandteil des Camperreisens ist genau das Reisen. Zwischen den Aufenthalten an Stellplätzen werdet ihr mit eurem Hausstand fahren und der sollte dann gut gesichert sein. Offene Ablagen, leicht öffnende Schrankverschlüsse, fehlende Schlingerleisten in den Regalen, dann viel Spaß beim Aufräumen. Wem schon in der ersten Kurve ein Kochtopf entgegenkommt, wird die Lust am Reisen schnell verlieren. Lieber von vornherein auch an die Fahrt denken. Klappen sind am besten unten angeschlagen, offene Fächer können mit Gummileinen gesichert werden und Möbelverschlüsse sollten nicht durch Staugut blockiert werden können. Welche Möbelverschlüsse sich eignen, haben wir auf unserem Garagenkanal schon mal erklärt. Auch an die Akustik lohnt es sich, ein paar Gedanken zu verschwenden. Wenn es auf unebenem Untergrund zu klappern und zu scheppern beginnt, bleibt nicht mehr viel vom Fahrspaß übrig. Fehler Nummer 9: Platz für den Mülleimer vergessen. Es klingt vielleicht trivial, passiert aber erstaunlich oft. Spätestens wenn der Camper endlich fertig ist und man damit auf Reisen geht, wird man feststellen, dass unterwegs Müll anfällt. Wenn man daran im Vorfeld nicht gedacht und keinen Platz für einen Abfalleimer eingeplant hat, baumelt in der Regel ständig irgendwo eine Mülltüte herum. Das ist nicht nur unpraktisch, sondern auch unschön. Eine gängige Lösung für dieses Problem ist, einen Mülleimer an der Innenseite einer Klappe im Unterschrank anzubringen. Wer es besonders clever machen will, installiert auf der Arbeitsplatte eine kleine Öffnung mit einem Abflussrohr, das im Stauraum in einem Müllbeutel endet. So spart man im Innenraum den Platz und ist möglichen Geruch auch gleich los. Fehler Nummer 10: Nicht an den Wiederverkauf gedacht. Individuelle Lösungen, die außer einem selbst kein Mensch gebrauchen kann, spezielle Farbkombinationen abseits der Norm, an denen sich die Geister scheiden. Beim DIY ist alles möglich und das ist oft gerade das Schöne daran. Was viele allerdings nicht berücksichtigen, selten behält man ein und dasselbe Fahrzeug bis zu dessen Lebensende. Wer seinen Camper irgendwann abgeben möchte, hat mit zu speziellen Lösungen oder verbastelten Autos schlechte Chancen, einen Käufer zu finden. Finanziellen Gewinn machen? Unwahrscheinlich. Ein Selbstausbau ist selten mehr wert als die Summe seiner Teile. Wer die eigene Arbeitsleistung vergütet haben möchte, kann sich den Verkauf in der Regel gleich abschminken, denn die treibt den Preis in horrende Höhen, die ganz sicher keinen Abnehmer mehr finden.
Um nicht auf dem eigenen Werk sitzen zu bleiben, denkt man also besser schon beim Bau an potenzielle Nachfolger und tut gut daran, sich am Durchschnittsbedarf zu orientieren, auch wenn man selbst vielleicht mit weniger auskommt. Technische Einbauten und Leitungen sollten übersichtlich und nachvollziehbar montiert werden. So haben am Ende alle was davon. Wie sieht es bei euch aus? Kommen euch diese Fehler bekannt vor? Und welche klassischen Fehler fallen euch noch ein? Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen.